Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen heute wieder ein Video in alter Frische. Ja Mann, und heute zeige ich euch bzw. erzähle ich euch von meinem neuen Hobby, womit ich hoffe irgendwann vielleicht mal reich zu werden. Reich liegt im Auge des Betrachters. Das heißt, ich könnte damit in ein paar Jahren 10.000 oder 5.000, also es ist Auslegungssache, was reich bedeutet. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr das Hobby findet, ob ihr das interessant findet. Ich freue mich auf Feedback, wenn euch das gefällt und ihr Bock auf mehr solche Videos habt. Lasst ein Like da, lasst einen geilen Kommi da. Ich freue mich auch auf jeden Fall wieder auf die Kommentare. Hier im Übrigen läuft gerade Mario Kart. Lade ich momentan jeden Tag ein Video hoch auf den Zweitkanal. Spontaner Black mit Solution, Flying Uwe, die Nase ist mit dabei. Elotrix aka 4 Videos im Jahr ist mit dabei, die Gurkennisse, also checkt es auf jeden Fall aus, falls ihr Bock habt, mich bei Mario Kart fahren zu sehen. Ja moin, Link dazu ganz oben in der Beschreibung, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort nach dem Video vorbeipimmelt. Ja Mann, und ich habe übelst Bock, wie soll ich anfangen? Also ich habe ein neues Hobby für mich entdeckt und der ein oder andere Sherlock wird jetzt auch wissen, worum es genau geht. Es geht um etwas, womit mich Flying Uwe angesteckt hat und er hat mich nicht nur so ein bisschen infiziert, sondern er hat so richtig, wenn das Uwe sein Dödel ist und das mein kleiner, süßer Knacki-Popo, hat er ohne zu fragen einfach so. Und das gefällt mir. Besser Vergleich EU-West. Weiß ich Bescheid. Ja, moin. Nee, Spaß beiseite. Also, er hat mich mit etwas angesteckt. Ich rede nicht um den heißen Brei, Freunde. Und zwar geht es um VGAs. Der eine oder andere fragt sich jetzt, Monte, was sind denn VGAs? Also, um es mal kurz zusammenzufassen, VGAs, beziehungsweise VGA bedeutet Video Game Authority. Das ist eine Firma, die in Amerika sitzt, die bewertet deine Spiele nach Aussehen beziehungsweise nach Zustand. Und egal, ob jetzt ein Spiel von 2016 oder ein Spiel aus den 80ern, die kannst du dorthin schicken. Die müssen original verpackt sein mit Hülle etc., also Folie, und dann wird das dort bewertet und ja, dementsprechend wird dann ein Preis festgelegt, wenn sie dann später verkauft werden. Absolut geil, Freunde. Übrigens, Freunde, das hier, das ist das heilige Regal. Da sind schon einige VGAs. Wollt ihr mal ein kleines Regalporn sehen? Ein kleines VGA-Pörnchen? Ja, let's go! Ja Freunde, ich hoffe, ihr habt die Taschentücher beiseite getan. Es sind echt ein paar Leckerbissen dabei und bevor ich sie euch im Detail zeige, werde ich noch mal ein, zwei Sachen dazu erzählen. Allererstes nochmal, mir ist sehr wichtig, habe ich eben schon gesagt, dass ihr mir ein Feedback da lässt. Sprich, einen coolen Kommentar, einen Daumen nach oben, vielleicht teilt ihr das Video. Ich will nicht drum betteln. Mir ist bloß wichtig, ich habe mir noch sehr viele andere Spiele bestellt und auch noch ein Leuchtreklam Original Nintendo aus Anfang 90er, Ende 80er. Und ich würde euch das auch gerne auf meinem Hauptkanal in Zukunft zeigen. Dafür muss ich aber ein gutes Feedback sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich muss sehen, dass ihr Bock drauf habt. Ich denke, dass es eine sehr gute Wertanlage ist, so ein Spiel. Man muss nicht immer das teuerste Spiel sich jetzt kaufen, sondern es gibt auch auf eBay beispielsweise echt ein paar Schnäppchen. Wisst ihr, meine Motivation von diesem Video ist so, dass ich vielleicht den einen oder anderen mit diesem Hobby jetzt so ein wenig anstecke. Ihr müsst nicht immer die teuersten Spiele holen oder so. Ich habe letztens zum Beispiel hier ein Schnäppchen gemacht. Dr. Mario. Weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das noch kennt, für Nintendo. So eine Art Tetris-Spiel. Habe ich auch früher als Kind sehr gerne gespielt und dafür habe ich bezahlt 250 Euro ungefähr. Für mich persönlich ein Schnäppchen. Schaut es euch einfach mal an. Das ist ein 90 plus Rating. Es gibt nur zwei Stufen, die höher sind. Es gibt nur noch 95 und 95 plus. Das heißt, es ist das dritthöchste Rating, was ein Spiel bekommen kann. Release-Jahr 1990. Dieses Spiel ist auch 1990. Und ich sage es euch, dieses Spiel wird in einigen Jahren viel mehr wert sein. Das ist meine persönliche Vermutung, da gebe ich euch keine Garantie drauf oder so. Kurze Reader-Story dazu noch. Ich habe das nachts ersteigert. Das ist einer der wenigen Spiele, wo ich drauf geboten habe. Und heute schicke ich Uwe das Bild, dass das Spiel angekommen ist. Er sagt, Alter, ernsthaft? Darauf habe ich auch geboten und es nicht bekommen und war richtig salzig und so. Haben wir einen guten Lachflash draufgeschoben, dass wir unbewusst beide auf ein Spiel geboten haben. Freunde, das war zu lustig heute. Mein Heiligtum, ich würde sagen, das ist mein Lieblingsspiel. Mario Kart N64. Das hat jetzt ein Rating von 85 plus, das heißt, es ist schon Gold geratet. Und dieses Spiel, wie es hier in der Verpackung auch ist, ist auch aus dem Release-Jahr. Das heißt, das Spiel ist released 1997 und dieses Spiel stammt auch von 97. Freunde, könnt ihr euch noch an Mario Kart erinnern? Mario Kart auf dem N64. Alter Fuck, waren das geile Zeiten, wie viel ich damals dieses Spiel gesuchtet habe.
ist nicht mehr feierlich. Und ich bin stolz wie ein Oscar, dieses Spiel zu haben. Schaut euch das einfach mal an. Mario Kart N64. Ist das sexy? Oder ist das sexy, Freunde der gepflegten Unterhaltung? Da geht mir einer ab in der Büchse. Oh, Freunde, dann habe ich hier noch ein Spiel in der Hand. Hui. Super Mario Land 2 für den Game Boy. 95er Rating. 95er Rating, Freunde. Release Jahr 1992. Dieses Spiel ist auch von 92. Absolut geiles Spiel. Ich versuche momentan auch noch richtig auf Krampf Super Mario Land den ersten Teil zu bekommen, aber ich finde nichts bei eBay, was dem entspricht, was ich gerne hätte. Absolut belassen, aber auch, boah, dieses Spiel, Freunde, damit verbinde ich so viel, wie ich das früher auf dem Gameboy gesuchtet habe. Ist nicht mehr normal und es fühlt sich so gut an, dieses Spiel aus meiner Kindheit original verpackt in meinen Händen zu haben. Original verpackt! Wer hat das? Wer kann das von sich behaupten? Oder schau mal hier, Freunde. Zelda Ocarina of Time für ein N64. Release-Jahr von diesem Spiel ist 1998. Das Spiel ist auch von 98. 85 plus Rating, sprich auch goldene Version oder goldenes Rating. Sehr, sehr geil. Auch gut was für bezahlt. Aber Freunde, dieses Spiel auf dem N64. Könnt ihr euch noch an dieses Spiel erinnern, wie das aussah damals auf dem N64? Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter dieses Spiel auf dem N64 so hart gesuchtet hat. Ich wollte immer zocken und immer. Ich durfte nie an die Konsole, weil meine Mutter jede freie Minute zu der Zeit in dieses Spiel investiert hat. Natürlich hat sie sich um mich gekümmert, keine Frage. Oh, dieses Spiel, Freunde. Uiuiuiui. Ja, Freunde, was soll ich noch sagen? Ich habe noch hier zum Beispiel Pokémon die Rote Edition oder Command & Conquer, alles aus dem Release ja auch. Da vorne habe ich noch ein, zwei andere Spiele, wie ihr auch vorhin schon gesehen habt, die aber noch nicht als VGA sind, die möchte ich eigentlich noch dort hinschicken. Ja, aber ich meine wahrscheinlich in 2 Jahren oder 3 Jahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse wecken. Sollte euch das gefallen haben, werde ich in Zukunft davon auch noch andere Spiele hochladen, beziehungsweise andere Videos, wo ich Sachen auspacke, bla bla bla. Ich denke, dass ich hier einen kleinen Schatz habe und in 10, 20 Jahren wird das extrem viel wert sein. Ob ich es dann verkaufe, das habe ich nicht gesagt. Geht nur darum, dass es dann mehr wert ist. Ich möchte es nicht verkaufen. Aber es wäre schon cool, wenn jetzt zum Beispiel so ein Mario Kart, wofür ich über 1000 Euro gezahlt habe, da bin ich mir fast sicher, dass das Spiel in ein paar Jährchen mit dem Rating und dem Zustand, wie ich es habe, mit dieser Bewertung, in 10 Jahren würde ich sagen, es ist doppelte bis dreifache wert. Meine persönliche Vermutung. Ob so ist, das weiß ich nicht. Ja, lasst mir ein Feedback da, einen coolen Kommi. Mal schauen, ob euch das Video gefallen hat. Wieder schauen und reinhauen.